Hallo und willkommen zurück zu unserer Serie der Videos in der Einführung in die Sprachwissenschaft. Und wir bleiben heute immer noch bei unserem letzten Thema, das Thema Pragmatik, und reden heute über Implikaturen oder das, was gemeint ist, aber nicht gesagt ist. Und um zu verstehen, wie Implikaturen entstehen und wie sie rekonstruiert werden können, werden wir uns zuerst das sogenannte Kooperationsprinzip anschauen und die Konversationsmaximen, die uns dabei helfen, die Implikaturen zu rekonstruieren. Ich erinnere Sie an die kurze Beschreibung des Begriffs oder der Disziplin Pragmatik, die ich letztes Mal besprochen habe, die die Pragmatik definiert als Teildisziplin der Sprachwissenschaft, die sich mit kontextabhängigen Aspekten der Bedeutung beschäftigt und den Gebrauch von Sprachäußerungen in konkreten Kommunikationssituationen untersucht. Letztes Mal mit dem Thema Daxis haben wir uns vor allem mit den kontextabhängigen Aspekten der Bedeutung beschäftigt. Und heute geht es um diesen zweiten Teil, Gebrauch von Sprachäußerungen in konkreten Kommunikationssituationen. Stellen Sie sich folgende Kommunikationssituation vor. Hast du Peter gesehen? Nun ja, vor Emmas Haus steht ein roter Porsche. Und dann stellen wir uns einige Fragen. Auf die Frage, hast du Peter gesehen, ist die Antwort, die wir erwarten, ist eigentlich eine Ja-Nein-Frage. Denn so wie die Frage gestellt ist, ist es eine Entscheidungsfrage, ja, auf die wir mit Ja oder Nein antworten können. Wird die erwartete Antwort gegeben? Nein, es wird keine erwartete Antwort gegeben. Es wird weder Ja noch Nein gesagt in der Antwort. In der Antwort steht eigentlich, nun ja, vor Emmas Haus steht ein roter Porsche. Ist die Kommunikation nun deswegen gescheitert? Ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass die Kommunikation deswegen nicht gescheitert ist. Ja? Dass die Antwort, die gegeben wurde, trotzdem irgendwie den Erwartungen entspricht, als eine Antwort auf die Frage, hast du Peter gesehen, zu funktionieren. Warum passiert das? Das passiert, weil wir aus der Antwort die relevante Information erschließen können. Das heißt, in der Antwort selbst ist irgendetwas drin, zusätzlich zu dem kontextuellen Wissen, zusätzlich zu dem Wissen um die Situation und um das Wissen der anderen, sodass wir die relevante Information oder die relevante Antwort erschließen können. Was bedeutet denn nun ja, vor Emmas Haus steht ein roter Porsche? Das bedeutet wahrscheinlich, ich habe zwar Peter nicht gesehen, aber ich vermute, dass er bei Emma ist, weil er einen roten Porsche fährt. Ja? Also, ich beantworte die Frage, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich vermute, dass er bei Emma ist. Warum kann diese relevante Information erschlossen werden? Wie kommen wir darauf, dass dies eine logische Antwort oder eine angemessene Antwort auf die Frage ist? Jetzt gehen wir ganz, ganz, ganz zurück zu den Grundlagen der Kommunikation, weil wir grundsätzlich davon ausgehen, dass Kommunikation ein kooperatives Handeln ist. Ein kooperatives Handeln miteinander. Und gleich schauen wir an, was das eigentlich bedeutet, kooperativ zu sein. Paul Grice ist der Philosoph, der eigentlich diese ganze Sicht auf die Kommunikation als rationales Handeln, Kommunikation als rationales, kooperatives Handeln, er hat diese ganze Richtung begründet. Und alles, was wir heute lernen, Kooperationsprinzip, Konversationsmaxim, die stammen alle noch ursprünglich von Paul Grice. Der hatte ich überlegt, wie kann es sein, dass wir beim Kommunizieren so wenig sagen und so viel trotzdem verstehen können, wie funktioniert das überhaupt, dass wir einander verstehen, dass wir miteinander kommunizieren. Und er hat sich überlegt und ist zum Schluss gekommen, dass das kommunikative Handeln grundsätzlich rational ist und nicht nur rational, sondern auch kooperativ. Der Paul Grice hat sich überlegt, dass wir beim Kommunizieren, wir, das heißt Sprecher und Hörer, davon ausgehen, dass jeweils der andere rational handelt. Das heißt, sie unterstellen dem anderen jeweils das rationale Handeln. Und diese beiden rationalen Individuen wollen kooperieren.
Ja? Denn wenn sie nicht kooperieren, können sie keine sinnvolle Unterhaltung führen. Ja? Sie wollen grundsätzlich kooperieren, um eine sinnvolle Unterhaltung zu führen. Und als solches halten sie sich an das Kooperationsprinzip. Und Paul Grice hat das Kooperationsprinzip folgendermaßen formuliert. Formuliert wurde das Prinzip natürlich auf Englisch. Ich gebe Ihnen jetzt eine deutsche Entsprechung des Prinzips. Und das Prinzip wird formuliert als ein Imperativsatz, als ein Aufforderungssatz. Ja? Gestalte deinen Konversationsbeitrag jeweils so, wie es der akzeptierte Zweck oder die akzeptierte Richtung des Gesprächs gerade erfordert. Und wenn alle Teilnehmer in der Kommunikation sich an dieses Kommunikationsprinzip halten, dann gelingt die Kommunikation auch. Halten sich die Sprecher und Hörer, die Teilnehmenden nicht an dieses Kooperationsprinzip, wird ganz sicher in der Kommunikation irgendetwas schiefgehen. Und dadurch, dass wir sehen, wie oft wir kommunizieren und wie gut die Kommunikation funktioniert und wie selten wir eigentlich Missverständnisse in unserer Kommunikation erleben, können wir davon ausgehen, dass das Kooperationsprinzip jeder Kommunikation tatsächlich zugrunde liegt. Folgend aus dem Kooperationsprinzip hat er einige sogenannten Konversationsmaximen herausgearbeitet und es gibt davon vier. Das heißt, die Konversationsmaximen spezifizieren das Kooperationsprinzip. Die Maxime der Quantität, die da lautet, mache deinen Beitrag so informativ wie nötig, natürlich für die gegebenen Gesprächszwecke gemäß dem Kooperationsprinzip. Und zweitens, mache deinen Beitrag nicht informativer als nötig. Also sag immer genau viel, so viel, wie nötig ist, nicht mehr, nicht weniger. Quantität. Die zweite ist die Maxime der Qualität. Sage nichts, was du für falsch hältst. Sage nichts, wofür dir angemessene Gründe fehlen. Kann so interpretiert werden wie lüge nicht, ne? Muss aber nicht unbedingt so sein. Sage nichts, was du für falsch hältst. Das heißt, wir gehen grundsätzlich immer davon aus, dass die anderen sich daran halten, uns Wahrheiten zu sagen und etwas zu sagen, wofür sie angemessene Gründe haben. Das ist die grundlegende Unterstellung für die erfolgreiche Kommunikation. Drittens die Maxime der Relation. Die da bedeutet, sei relevant, bringe nur solche Gesprächsbeiträge, die für Zweck und Richtung des Gesprächs relevant sind, rede nicht irgendwas, was nicht zu dem Gespräch passt. Und viertens die Maxime der Art und Weise, die sich nicht darauf bezieht, was gesagt wird, sondern wie gesagt wird. Sei klar, vermeide dunkle Ausdrücke, vermeide mehrdeutige Ausdrücke, vermeide unnötige Weitschweifigkeit. Und bringe deine Beiträge in der richtigen Reihenfolge vor. Jetzt schauen wir uns genauer an, was das alles bedeutet und wie das Ganze funktioniert. Was sind die Funktionen des Kooperationsprinzips und des Prinzips und der Konversationsmaxime? Also, wir nehmen an, dass unsere Gesprächspartner jeweils rationale Individuen sind, dass sie rational handeln, unter der Kommunikation kooperativ sind oder kooperativ sein wollen. Also sie halten sich an das Kooperationsprinzip. Wenn es so abläuft, können wir in der Kommunikation Schlussfolgerungen ziehen. Das heißt, wir können bestimmte Dinge inferieren. Und wir können zu diesen Schlussfolgerungen kommen, die über das wörtlich Gesagte hinausgehen. Das bedeutet auch, dass wir mehr meinen können, als wir sagen, und dass wir in der Regel viel mehr meinen, als wir sagen. Das heißt, wenn wir versuchen, jetzt das Ganze in der Kommunikation in zwei große Spalten aufzuspalten, einerseits das Gesagte und andererseits das Gemeinte, dann helfen uns das Kooperationsprinzip und die Konversationsmaxime aus dem Gesagten das Gemeinte zu erschließen, mittels Schlussfolgerungsprozess. Und für das Gemeinte hat man einen Namen in der Pragmatik und das heißt Implikatur oder Implikatoren. Ja? Wir können es aber auch
umdrehen und sagen, es ist hier nicht so, dass wir mehr meinen können, als wir sagen, sondern aus der Empfängerperspektive, aus der Hörerperspektive ist es so, dass der Hörer immer mehr aus dem Gesagten rausziehen kann, als tatsächlich wahrgenommen wird, als tatsächlich gesagt wird. Nehmen wir eine andere Kommunikationssituation. Wie spät ist es? Und die Antwort auf die Frage ist, der Postbote war gerade da. Ich könnte jetzt natürlich wiederum das Ganze rekonstruieren, wie ich Ihnen das im Dialog davor gemacht habe. Also irgendwie, wenn wir es ganz genau ansehen, funktioniert, müsste die Kommunikation nicht funktionieren, aber sie funktioniert sehr gut. Also was ist das Gesagte? Das Gesagte ist, der Postbote war gerade da. Aber das ist nicht unbedingt das, was gemeint ist, oder das ist nicht nur das, was gemeint ist, oder die Implikatur, oder die konversationelle Implikatur, die in einer Konversation entsteht. Das Gemeinte und für die konversationelle Implikatur, oder für die Implikatur haben wir dieses Zeichen, das uns anzeigt, dass es nicht das Gesagte ist, sondern dieses Plus mit diesem Pfeilchen, ist für uns ein Zeichen dafür, dass dieser Inhalt implikatiert ist. Ja? Dass es nicht der gesagte Inhalt ist. Es ist kurz nach 9 Uhr. Könnte es bedeuten, in einer konkreten Gesprächssituation? Warum könnte es das bedeuten? Weil diese zusätzliche Bedeutung eben aus dem Kontext erschlossen werden kann. Und wir rekonstruieren jetzt diesen Kontext. Also, die Antwort hat auf den ersten Blick nichts mit der Frage zu tun. Wie spät ist es? Wir erwarten eigentlich eine Uhrzeit oder eine ungefähre Uhrzeit. Aber nicht so ein Satz wie der Postbote war gerade da. In Bezug auf die Maximen liegt hier scheinbar die Verletzung der Maxime der Relation. Das heißt, die Antwort ist nicht relevant. Die passt nicht zu dem, was gefragt wurde. Andererseits können wir sagen, dass die Antwort mehr Informationen als nötig enthält. Ja, nötig wäre einfach nur eine Zahl. Es ist 9 Uhr, 9, 10, Mittag oder so. Ja? Aber der Postbote war gerade da. Es ist eine zusätzliche Information, die nicht erwartet wurde. Das bedeutet, dass wir ja auch die Maxime der Quantität verletzt haben. Na, hier liegt eine Verletzung der Maxime der Quantität. Mehr als nötig. Und das Wort Verletzung oder scheinbare Verletzung oder scheinbarer Verstoß ist unser Schlüsselwort, um zu verstehen, wo, an welchen Stellen wir merken, dass wir etwas erschließen müssen, was nicht gesagt wurde, was über dem liegt, was gesagt wurde. Sobald wir merken, dass eine bestimmte Maxime verletzt ist, stößt es einen Inferenzprozess in uns an, so dass wir zu dem Gemeinden, zu der Implikatur kommen und sie aus dem Kontext erschließen können. Das passiert alles super schnell in der Kommunikation, so dass die Kommunikation weiter ablaufen kann, ohne dass wir jedes Mal nachfragen, der Postbote war gerade, aber was genau meinst du jetzt damit, wie spät ist es denn jetzt eigentlich? Wir verstehen es. Wie verstehen wir das? Der Hörer, der das hört, weiß, jetzt rekonstruieren wir eine konkrete Situation. Der Hörer weiß, dass der Postbote üblicherweise um 9 Uhr die Post bringt. Und er weiß, dass der Sprecher das auch weiß. Das muss gegeben sein, das gemeinsame Wissen um irgendeinen Fakt. Daraus folgt, dass der Hörer auch annehmen kann, dass der Sprecher die genaue Uhrzeit nicht weiß, aber weiß, dass der Postbote gerade da war. Und damit, ja, denkt der Hörer, okay, er will mir sagen, mit dieser Antwort, der Postbote war gerade da, keine Ahnung, wie spät genau, aber wahrscheinlich kurz nach 9, weil der Postbote gerade da war. Ist auch eine verkürzte Art zu kommunizieren, was man sagen möchte. Ja? Auf der Sprecherseite können wir annehmen, dass der Sprecher weiß, dass der Hörer diese Implikatur herausarbeiten kann. Sie kooperieren ja. Ja, grundsätzlich kooperieren Sprecher und Hörer. Und nur wenn der Sprecher weiß, dass der Hörer tatsächlich erschließen kann, was der Sprecher gemeint ist, kann er sich erlauben, solche Dinge zu formulieren. Ja? Und der Sprecher hat den Hörer nicht daran gehindert, es zu tun. Das heißt, er hat ihm keine gegenteiligen Informationen gegeben, keine Informationen, die damit in irgendeinem Konflikt stehen.
Das erlaubt es uns, die konversationelle Implikatur zu rekonstruieren, die ungefähr so ausfallen würde wie: Es ist so spät wie immer, wenn der Postbote kommt, also kurz nach 9 Uhr, ist die implikatierte Antwort. Also haben wir gerade eine Implikatur rekonstruiert, die in einem bestimmten Gebrauchskontext durch eine Äußerung ausgelöst wird. Ja? Nehmen wir eine andere Gesprächssituation. Ina fragt, wollen wir am Samstag einen Ausflug machen? Und Sven antwortet, am Samstag kommen meine Eltern. Wir haben alle sofort verstanden, was gemeint ist. Ja? Aber die komplizierte Sache ist das, was wir intuitiv jeden Tag tausende Male machen, wenn wir kommunizieren, explizit zu formulieren, was auf dieser bewussten oder halb unterbewussten, ja, Ebene eigentlich passiert in unseren Gedanken, in unseren Inferenzen. Der Rekonstruktionsprozess ist ziemlich lang, aber das ist sehr wahrscheinlich genau das, was die Sprecher jedes, ihre Hörer jedes Mal tun. Also nach der Maxime der Quantität und der Maxime der Relation hat Sven keine Antwort auf Inas Frage geliefert. Also eine Antwort hat nichts mit der Frage zu tun, Maxime der Relation, verletzt. Er hat mehr Informationen geliefert als nötig, Maxime der Quantität, verletzt. In der Annahme, dass Sven kooperativ ist, muss Ina aber annehmen, dass er trotzdem relevante Informationen geliefert hat. Das Hintergrundwissen der beiden ist, sowohl Ausflüge als auch Besuche nehmen eine gewisse Zeit in Anspruch. Also man braucht Zeit für Ausflüge und für Besuche. Und durch den Verstoß gegen die Konversationsmaxime, die in 1 genannt wurden, wird eine konversationelle Implikatur ausgelöst. Der Verstoß gegen die Maxime ist also ein Trigger dafür, dass der Sprecher mehr meint, als er sagt und dass der Hörer jetzt nach diesem Gemeinten suchen soll. Die Implikatur ist also, Sven will nicht wegfahren, wenn seine Eltern kommen oder weil seine Eltern kommen. Gegeben einen anderen Kontext, und das habe ich häufig in den Diskussionen ja auch schon besprochen, kann auch sein, dass Sven gerade wegfahren will, damit seine Eltern nicht kommen. Aber der erste Gedanke, den Sie wahrscheinlich hatten, auch als ich diesen Dialog eingeblendet habe, war, er kann nicht wegfahren, weil eben seine Eltern kommen und er möchte die Zeit mit seinen Eltern verbringen. Sven weiß, dass Ina diese Implikatur herausarbeiten kann. Sie kooperieren ja beide und hat sie nicht daran gehindert, dies zu tun. Das ist Rekonstruktionsprozess einer konversationellen Implikatur. Jetzt würde ich noch gerne die Konversationsmaximen eine nach der anderen durchgehen und zeigen, in welchen Kontexten in welchen konkreten Kontexten Verletzungen der Konversationsmaximen vorliegen, so dass sie einen Schlussfolgerungsprozess auslösen und wir auf bestimmte Implikatoren kommen. Die Maxime der Quantität hatten wir schon in 2 Dialogen, wie zum Beispiel, wie spät ist es, der Postbote war gerade da, mehr Informationen als nötig geliefert. Also wird der Schlussfolgerungsprozess ausgelöst, was ist damit gemeint? Ich suche eigentlich nach der Information, die eigentlich gemeint ist, die eigentlich gegeben wurde. Maxime der Qualität, sage nichts, was du für falsch hältst. Stellen Sie sich vor, es regnet. Es regnet in Strömen, schlechtes Wetter. Und die Person, die sich mit Ihnen unterhält, sagt, ja, schönes Wetter heute. Wie interpretieren Sie das? Glauben Sie dem Sprecher, der das sagt? Glauben Sie schon, Sie gehen ja davon aus, dass er kooperiert. Und er geht davon aus, dass Sie ja auch die Implikatur herausarbeiten können. Und zwar wohlwissend, dass es draußen regnet, wohlwissend, dass wir alle den Regen nicht mögen, die beiden Kooperationspartner, das ist das Hintergrundwissen, kann der Hörer daraus erschließen, heute ist scheußliches Wetter. Ne? Genau das Gegenteil von dem, was gesagt wird. Und genau dieser Effekt wird häufig ausgenutzt bei der Ironie, wenn wir ironisch sprechen miteinander. Die Maxime der Relation sei relevant, hatten wir ja auch schon in beiden Dialogen, wie zum Beispiel im Dialog, wie spät ist es, der Postbote war gerade da. Auf den ersten Blick hat die Antwort mit der Frage nichts zu tun.
Also, wenn die Teile der Kommunikation nicht zueinander passen, dann wird sehr häufig die Maxime der Relation, der Relevanz verletzt. Und die Maxime der Art und Weise, die sich darauf bezieht, wie man etwas sagt. Stellen Sie sich folgende Situation vor. A sagt, ich habe gehört, Sie waren gestern Abend in der Oper. Wie war der Sänger? Und B antwortet darauf, der Sänger brachte eine Reihe von Tönen hervor, die der Partitur eine Arie aus Rigoletto nahe kamen. Was meint der B damit? Meint damit, er tat nicht gerade das, was man als Singen bezeichnen könnte. Er möchte es aber nicht direkt sagen, sondern hat erstens eine weitschweifige Antwort gegeben, eine Reihe von Tönen hervor, die der Partitur eine Arie aus Rigoletto nahe kamen. Ja? Es ist nicht ganz klar, was er damit meint, wie war der Sänger, er war gut, er war schlecht, sondern mit dieser Aussage, die weitschweifig, dunkel, mehrdeutig ist, möchte der Sprecher B den A dazu bringen, einen Inferenzprozess anzustoßen und die konversationelle Implikatur zu erschließen und darauf zu kommen, dass der Sprecher B damit meint, der Sänger war nicht gut. Sonst würde er das nicht sagen. Die konversationellen Implikaturen haben drei wesentliche Merkmale. Sie sind rekonstruierbar, kontextabhängig und annullierbar. Und jetzt gehen wir jedes einzelne Merkmal nochmal durch. Rekonstruierbarkeit von konversationellen Implikatoren bedeutet, dass sie mithilfe eines Schlussprozesses, des Wissens um den Kontext und des Wissens um die Konversationsmaximen ermittelt werden können. Ist genau das, was wir bis jetzt gemacht haben, mit wie spät ist es, der Postbote war gerade da und die anderen Beispiele, die ich Ihnen vorhin gegeben habe. Wir können sie mittels eines Schlussfolgerungsprozesses rekonstruieren, indem wir einige Schritte aufeinander aufbauen. Kontextabhängigkeit. Eigentlich auch sehr einfach. Ob eine konversationelle Implikatur entsteht oder nicht, hängt immer von einem konkreten Äußerungskontext ab. Wir müssen den Kontext kennen. Das Wissen um den Kontext. Ja? Wenn uns etwas fehlt, kann es sein, dass wir die Implikatur nicht richtig rekonstruieren können. Wie in dem Beispiel, das ich Ihnen gegeben habe. Will Sven wegfahren oder will er nicht wegfahren? Ja? Was wir vor uns haben, ist nur ein Dialog. Wir kennen Sven nicht, wir kennen Ina nicht, wir wissen nicht, wie das Verhältnis zwischen Sven und seinen Eltern ist. Wir wissen nicht genau, wie das Verhältnis zwischen Sven und Ina ist. Das bedeutet, wir haben nicht genug Informationen, um mit hundertprozentiger Sicherheit zu sagen, will er wegfahren oder will er nicht wegfahren. Kontextabhängigkeit ist sehr wichtig. Die Streichbarkeit, das dritte Merkmal, bedeutet, dass die konversationellen Implikatoren grundsätzlich gestrichen oder annulliert werden können, ohne dass ein semantischer Widerspruch entsteht. Das heißt, wenn ich als Sprecher merke, oh, in diesem Kontext kann es sein, dass der Hörer mich gerade falsch interpretiert hat und meint, dass ich etwas gemeint habe, was ich nicht gesagt habe, dann kann ich das wieder zurücknehmen. Wie kann es passieren? Zum Beispiel, der Postbote war gerade da, wir haben rekonstruiert, dass die Implikatur ist, es ist kurz nach 9 Uhr. Wenn ich jetzt als Sprecherin merke, okay, mein Hörer hat gerade rekonstruiert, es ist kurz nach 9 Uhr, aber das wollte ich ihm eigentlich gar nicht sagen. Ja? Das ist nicht die Implikatur, die ich auslösen wollte. Dann kann ich hinterher immer noch nachschieben, sagen, aber der verspätet sich ja auch oft. Das bedeutet, damit habe ich meine Implikatur, es ist kurz nach 9 Uhr, wieder zurückgenommen, gestrichen. Annulliert, storniert. Ja? Ich kann immer sozusagen explizit etwas sagen, womit ich die Implikatur, die mit meinem Satz ausgelöst werden könnte, streiche oder annulliere. Explizit. Damit bin ich am Ende meiner Sitzung zu Implikatoren angekommen, zu den konversationellen Implikatoren und erinnere Sie wieder daran, dass Sie einige Fragen zu beantworten haben und auch selbst Ihre Frage formulieren sollten.
Und das nächste Mal ist unser letztes Thema aus dem Bereich Pragmatik und da werden wir darüber reden, welche Sprechakte es gibt, wie man sie klassifizieren kann und was tun wir eigentlich, wenn wir sprechen. Also machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.